Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieder mal ein Prachtexemplar, nämlich China-Bolle A, ein ganzer Schinken. Ich zeige ihn euch mal kurz. So sieht er aus. Hinten steht gar nichts. An den Seiten. Ah, das ist mit dem Corsair-Logo, Corsair-Label. Das ist mein absolutes Lieblingscover. Hier haben wir sie, nämlich oben altes Warenzeichen, oben links in der Flagge natürlich altes Warenzeichen und links das Übergangslogo. Das heißt 90er Jahre, Ende 90er Jahre, daher kommen sie. So würde ich sie einschätzen. China-Bolle A. Ich weiß, ihr wartet alle darauf. Tada! Damenschinken geöffnet. Das ist fast noch ein kompletter Schinken. Ich habe den als kompletten Schinken auf jeden Fall gekauft. Habe ich zum Glück bekommen. Ja, dann würde ich sagen, wir testen sie mal. Die guten Böllerchen. Umdrehen. Aufmachen. Fertig ist die Kiste. Boah, von hinten. Wahnsinn! Richtig gute Verarbeitung, ihr seht's. Ziemlich dicke Wandung, also sehr dicke Wandung, zugeleimt. In der Mitte sehr hart, mit viel Kraft eindrückbar, aber auch nur ein wenig eindrückbar. Vorne zugestopft, grüne Visco natürlich, so sehen die Böller aus. Übergangslogo auf der Visco. Ach ja, genau. Mal kurz zum Hersteller. Hersteller ist hier SQ. Importeur ist Deco Feuerwehr. Ja, ich würde sagen, schnappen wir mal einen. Legen wir ihn hin. Oder stellen ihn auf. Jawohl. Und zünden wir den. Die Teile sind allein von der Optik her schon richtig gut. Sehr schön. Sind gut. Schnipseln gut. Machen wir mal noch einen. Na, komm schon. Der war jetzt laut, jetzt habe ich einen Fiepen auf den Ohren. Warum hat der denn jetzt so geballert? Das muss ich jetzt direkt nochmal wiederholen. Ich hoffe, der ist jetzt genauso laut. Also der war wirklich verdammt laut gerade. Der war wieder so wie der erste. Und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt mal zwei Stück direkt hintereinander. Ich hoffe, da ist jetzt wieder so einer bei, der so laut knallt. Aber das war ja gerade unglaublich, ey. Die knallen ja fast so laut dann wie welche aus der Leo-Charge von Keller. Wow. Gute Teile. Leider nicht alle so laut wie der zweite, aber dennoch sehr schöne Böller. Ja, das waren sie. Die Veco A-Böller mit Übergangslogo aus Ende der 90er Jahre. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Unbedingt. Ich brauche unbedingt, und da frage ich jetzt auch nach jedem Video, Kritik von euch. Was ich gut mache, was ich nicht gut mache, was ich verbessern kann, was ihr euch wünscht. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Auch Videowünsche sehr, sehr gerne gesehen. Ja, dafür wäre ich euch ziemlich dankbar. Wenn ihr nichts da verpassen wollt, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Es werden noch viele coole Videos folgen mit Raritäten und auch mit normalen Sachen. Mit aktuellen Sachen. Würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Und bis dann. Get down to the B-side.